Welcome back to another German food review, and it's iced tea time. Lipton Sparkling, so with carbonation iced tea, classic, and zero. Yeah, the regular version is nice, not too carbonated. A nice Lipton flavor and calories first. And as you can see, this one is really cold. 2 calories per 100 milliliters, so 7 calories for the whole can. Okay, yeah, good. A lot of salt. Yeah. I would say, let's taste it. Where are the ingredients? PepsiCo, Germany. Unilever brand. Okay, ingredients here. Sweetener, of course. Where are the sweeteners? Here. Yeah. Pronounce it yourself. Okay, yeah, let's drink it. Oh, this is cold. It hurts. 69 cents, by the way, so not low in price for this tiny can. Sniff test. Oh, it's just cold. it's just cold. Okay. And your Tuxedo iced tea with a little bit of carbonation. Sniff test again. Yeah, is it peach? Not sure. Is it peach? Is the peach in there? No lemon. Yeah, no idea. It is just cold. I hope it tastes like something. Here we go. Oh, that's damn cold. It's a little bit carbonated. I prefer my iced tea without carbonation. But that's okay, it's not too aggressive. And I guess this is too cold. One more. Okay, now it tastes a little sour. Yeah. I would recommend it not that cold. yeah. Yeah, it's okay. It's sour and cold and just a little bit of carbonation. Just a little bit. So yeah, this sparkling stuff here works. I'm not sure for what it is, but it works. So yeah, but I would buy the regular Lipton without carbonation. But yeah, if you grab the wrong can, that is not horrible here. Here we go. It's a little sour. Yeah, thumbs up for the zero version. I like zero versions. So, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt einen Lipton Sparkling Eistee. So mit Kohlensäure. Zero Classic. Und hier ist ja drauf Zitrone. Und ja, ich habe glaube ich einen Fehler gemacht. Das Ding ist super kalt, richtig eiskalt. Würde ich sagen, das sollte man niemals so kalt machen. ja, da gehen die Geschmacksaromen verloren. Kalorien sind ein Witz. 7 Kalorien für die ganze Büchse. Preis 69 Cent, das ist ein bisschen teuer, ja, war im Kaisers. Okay, man bekommt auch schon für 90 Cent im Lidl eine 1,5 Liter Flasche und so, ja, okay. Aber das ist halt eine schöne Büchse, sehr gut für Review. Und ich bin kein Freund von Kohlensäure, aber das, was die hier gemacht haben, ich habe ja schon mal den anderen reviewed, den mit Zucker, das ist in Ordnung. Ist nur so ganz leicht, noch weniger als Medium. Ich weiß nicht genau, wofür das da sein soll, aber es stört mich nicht so doll. Ja, ist okay. Falls man die falsche Büchse greift, dann muss man es nicht wegschmeißen. Und es ist Zitronensaft drin, 0,1%. Und Süßungsmittel natürlich, Sucralose und das andere, Acesulfam K. Okay, ja. 69 Cent, will ich mal eingießen und das Ding ist immer noch verdammt kalt. Ja, blubbert nur ein ganz bisschen und seht ihr schon, wie das Glas sich beschlägt.
wie kalt das ist. Schnuppertest. Ja, und es riecht. Okay, jetzt. Jetzt riecht es schon ein bisschen mehr nach irgendwas. Am Anfang dachte ich erst, das wäre Pfirsich. Aber ist es nicht. Es riecht eigentlich kaum nach irgendwas. Es ist zu kalt, glaube ich. Es ist einfach zu kalt. Aber okay, hier. Prost. Ja, die Kohlensäure ist wirklich nur ganz, ganz leicht. Tut nicht weh, gar nichts. Ja, geht schon. Ich würde es trotzdem ohne kaufen, aber das ist nicht schlimm. Ja, funktioniert. Hier gucke ich das Glas an. Und es schmeckt einfach nur ein bisschen säuerlich. Irgendwie vermisse ich den typischen Lippengeschmack. Vielleicht ist es, weil es einfach zu kalt ist. Aber schmeckt schon. Ja, und hat keine Kalorien. Prost. Ja. Sparkling. Keine Ahnung. Geht. Aber es ist wirklich nur. Ich meine, Medium ist schon schwach, aber das ist vielleicht 30% von Medium oder so. Ja. Und schmeckt nach Zitrone. Das war's. Also die Büchse hier ist natürlich überteuert. Aber falls ihr das kauft, schmeckt. Geht schon. Ein säuerlicher Eistee. Das ist nicht richtig süß. Ja, Prost. Also ein kleiner Kohlensäure-Kick. Okay. Ohne Konservierungsstoffe und ohne Farbstoffe. Alles klar. Ja, bekommen einen Daumen nach oben, ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich würde trotzdem die andere Version kaufen. Aber das geht auch. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.